Hallo, liebe Hamsterfans. Heute wollte ich mit euch die Frage besprechen, warum Hamster eigentlich ihre Köttel essen, beziehungsweise ob sie das überhaupt tun oder ob wir das nur ab und an beobachten und eigentlich was ganz anderes mit den Kötteln passiert. Ja, tatsächlich, Hamster essen ihre Köttel. Sie essen also das, was sie ausgeschieden haben. Und das machen sie, um wichtige Nährstoffe nochmal zu reabsorbieren, das heißt nochmal wieder zu verwerten. Und das ist deswegen so, weil während des ersten Verdauungsvorgangs die Nährstoffe nicht vollständig aufgenommen werden können. Und dann isst der Hamster seine Köttel, um auf die richtige Nährstoffmenge zu kommen. Das betrifft tatsächlich Hamster aller Altersgruppen. Vor allem beobachtet man es bei Jungtieren. Es ist ein instinktives Verhalten und es geht immer darum, die maximale Menge an Nährstoffen aus der Nahrung aufzunehmen. Jetzt ist natürlich die Frage offen, ja, aber mein Hamster, geht es dem irgendwie nicht gut? Hat der zu wenig Futter? Selbst wenn ihr ihm mehr Futter geben würdet, würde es nicht bedeuten, dass er automatisch, nur weil er mehr isst, mehr Nährstoffe und Vitamine aufnimmt. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie viel Futter der Hamster regelmäßig braucht, das hängt natürlich vom Alter des Hamsters ab, es hängt vom Geschlecht ab und ganz klar von der Hamsterart. Also natürlich bei einem großen Hamster wie einem Goldhamster, da hat man natürlich 2 Esslöffel an Körnern, die man verfüttert. Während man bei einem Zwerghamster eher 2 Teelöffel Körner verfüttert. Und natürlich verfüttert man einem großen Hamster auch etwas mehr Frischfutter und einem kleinen Hamster weniger. Denkt einfach daran, die Futtermenge nach den Bedürfnissen eures Hamsters auszurichten, aber macht euch keine Sorgen, wenn er dieses Verhalten zeigt. Ich habe sehr wenig darüber gesehen auf YouTube, deswegen denke ich, dass es einfach ein gutes Video ist, um mal ein bisschen aufzuklären und so ein bisschen mit diesem Mythos aufzuräumen. Der Hamster will irgendwie sein Terrarium reinigen und fängt deswegen an, die Köttel mit sich rumzutragen oder an einen anderen Ort zu tragen. Das ist nicht der Fall, das ist tatsächlich eine Ernährungssache und das ist ganz normal und ganz typisch und passiert auch in der Natur so. Vielleicht doch bitte das Video, wenn es euch gefallen hat. Damit unterstützt ihr meinen Kanal und meine Arbeit. Und dann könnt ihr mir gerne noch weitere Fragen, zum Beispiel zum Hamsterverhalten, in die Kommentare schreiben oder mir auch erklären, ob ihr das Verhalten des Köttelessens bei eurem Hamster schon mal bemerkt habt. Dann macht's gut, Hamsterfans. Bis bald. Tschüss.